Hallo, herzlich willkommen zu unserer kleinen Kochshow Kochen mit Schuh von Eubeck. Wie es der Name schon sagt, mein Kumpel der Schuh von Eubeck ist wieder mit dabei und heute ist das Saisonfinale, das Grand Finale. Mein Name ist Wolfgang Schlitter, Inhaber des Wham Number One, das Burgerhaus in Weiden und zum Wham-Bad in der Stadthalle Neustadt. Brauche ich nicht mehr viel dazu sagen, ihr habt euch wahrscheinlich 10 Episoden schon angeschaut mit mir und meinem Kumpel den Schuh von Eubeck. Also viel Spaß! Servus miteinander. Der Wolf. Ey, Horsti. Servus, wie geht's? Was gibt's Neues? Jawohl. Ja, ich filme jetzt wieder die Show für die Zuschauer, die da haben. Ja. Also, servus miteinander. Hier sind wir wieder bei unserer kleinen Kochshow. Kochen mit Schuh von Eubeck. Heute machen wir ein Bratengröstl. Jetzt fragt ihr euch natürlich, was ist ein Bratengröstl? Das ist der Braten vom Vortag, den wir schön anbraten und normalerweise ein Ei drüber schmeißen und dann sagen wir, ja, das passt jetzt so. Nicht beim Schuhfonds, wir machen das Deluxe-Style. Also, was wir dazu brauchen ist, Braten, der übrig geblieben ist vom Vortag. Meistens macht man so ein Gröstl an einem Montag oder Dienstag. Dann brauchen wir natürlich die Knödel, die überblieben sind. Ein wenig Bratensauce, dann machen wir ein Ei. Und dann brauchen wir dazu ein wenig Sour Cream mit frischen Kräutern. Jetzt braten wir das Ganze an. Wenn wir das anbraten, ganz, ganz vorsichtig sein. Die Knödel, die kleben sehr schnell an. Einfach ein wenig mehr Fett rein oder einfach ein wenig aufschauen, wenn wir es anbraten. Jetzt machen wir das schnell mal zusammen und dann richten wir an und sind wir fertig für heute. Das braten wir jetzt nur ganz salopp an, dass er ein wenig Krusten hat und dann können wir das schon anrichten. Ein wenig Salz und Pfeffer rein, wenn wir da haben. Ein wenig Muskat und Ingwer. Muskat, der Rücken der siamesischen Buckelwaltiger macht die besten Muskatnüsse. Und der Ingwer, weiß ja jeder, wächst in jedem Garten in Deutschland, neben die Tomaten. Abracadabra, Simsaladi Bumsi. Also, wir haben das jetzt schon mal fertig. Ich brauche jetzt nur noch das Ei. Uffi, ich brauche das Ei jetzt! Jawohl, da haben wir schon das Ei. Und jetzt richten wir das mal an. Jawohl. Heute richte ich mal so an. Da brauchen wir nichts vorbereiten. Ich weiß, es ist ein Saisonfinale, da kann ich auch mal zeigen, was ich kann. Also, dann machen wir da ein bisschen Soße mit drüber. Dann richten wir das Ei oben drauf, vorsichtig. Und dann die Sour Cream, die wir schon angerührt haben, mit den Kräutern, machen wir da auch noch mit oben drauf. Und das ist unser Bratengröstl, Eubeck-Style. Ich hoffe, ihr habt die ganze Saison über was gelernt. Es war Fetzen Gaudi und ich verabschiede mich von euch, vom ganzen Team, von den 15 Mann, die die Kameras halten, von dem einen Mann, der hier steht. Sage danke nochmal für alles. Tschüss, ciao, servus, euer Schuh von Eubeck. Cut. Ich glaube, das war super. Ich habe das schön angerichtet. Ich glaube, das erste Mal, wo ich irgendwas angerichtet habe in meinem ganzen Leben. Schaut euch das an. Mensch, da brauche ich nicht mal probieren. Da weiß ich, dass das gut ist. Also, dann Feierabend. Danke miteinander. Servus. Also, das ist Episode 11. Saisonfinale. Und in 2 Wochen können wir die neue Saison drehen. Ich schmeiße, okay? Das nehmen wir jetzt mit. Schuhfonds! Wo, Schuhfonds!